Willkommen zum Tagessegen. Im Lukasevangelium heißt es im 7. Kapitel: Mit wem soll ich also die Menschen dieser Generation vergleichen? Wem gleichen sie? Sie gleichen Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen: Wir haben für euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben die Totenklage angestimmt und ihr habt nicht geweint. Ja, darf man einfach so mitsingen? Darf man mitheulen? Soll man überall hinrennen? Nein, soll man nicht. Bitte den Verstand einschalten. Aber gleichzeitig auch die Angst verlieren. Ja, wir dürfen miteinander etwas tun. Wenn einer eine Melodie anstimmt, dann dürfen sie mit einstimmen. Und so mancher, der diesem Tagessegen folgt jeden Tag, hat vielleicht ein wenig auch schon von der Melodie mitbekommen, die in meinem Herzen ist, und versucht sie ein bisschen nachzusingen. Diese Hoffnungsmelodie, diese Liebesmelodie, diese Auferstehungsmelodie. Man kann natürlich die ganze Zeit skeptisch auf irgendeinem Zaun sitzen und sagen, mal gucken, wie der das so weitermacht. Aber das ist eigentlich nicht das, was Christus möchte. Er möchte, dass wir, wenn wir das Gute erkannt haben, dass wir dann auch mitmachen. Auch wenn das dann Konsequenzen hat, dass man plötzlich hoffnungsvoller wird, als man es bisher war, fröhlicher, als man bisher war. Dass Menschen staunen und sagen, hey, warum bist du plötzlich so ein Mensch, der friedvoll ist? So kenne ich dich ja gar nicht. Es segne sie, Gott, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.